Ey Leute, Retro Joes am Start und ich bin heute voll auf dem Nostalgie-Trip und deswegen spiele ich eins der Spiele, die ich in meiner Kindheit mehr als alles andere geliebt habe, auf dem Game Boy, WWF Superstars. Das wohl das Wrestling-Spiel mit dem wahrscheinlich kleinsten Roster, das es gibt, besteht nämlich nur aus 5 Leuten, aber die sind natürlich Creme de la Creme. Mr. Perfect, Hulk Hogan, der Ultimate Warrior, Ted DiBiase und der Macho King, Randy Savage. Wieso habe ich denn jetzt Mr. Perfect? Ich wollte nicht Mr. Perfect. Kriege ich auch direkt von DiBiase auf die Schnauze. Ja, Mr. Perfect ist natürlich trotzdem geil, deswegen ist das nicht so schlimm. Aber ich wollte natürlich den Ultimate Warrior. Ich hatte aber gerade nicht die Auswahlmöglichkeit. Oder ich habe es einfach falsch gemacht, das kann natürlich auch sein. Holzkopf, wie ich bin. Body Slam. Die Mucke fand ich früher total geil. Ich finde die Sprites, die sind so ein bisschen Charakter, also so ein bisschen cartoonmäßig überzeichnet. Das finde ich ziemlich cool. Hier Pile Driver. Geht natürlich auch. Komm, steh auf, DiBiase. Da macht er schon sein Special. Komme ich da nochmal in den Ring rein? Ja, genau. Einfach nach oben drücken. Da geht doch was. Packen wir den natürlich am Bein. So gut. Meiner Meinung nach das beste Arcade-Wrestling-Spiel bis heute. Ein dreckiger Schuft. Ich hab's nur gerade echt nicht mehr so drauf wie früher. Ja genau, Mr. Perfect kommt hier mit dem Knee-Lift. Da hatte nämlich auch im Gegensatz zu den ersten NES und SNES-Games, vor allem im Gegensatz zum ersten SNES-Game, hatten die hier nämlich teilweise auch Signature-Moves, also Moves, die sonst die anderen nicht hatten. So wie DiBiase hier die ganze Zeit seinen Pile-Driver zeigt. Den habe ich nämlich, glaube ich, nicht als Mr. Perfect. Ne, genau. Ich habe dafür hier Bam, Bam, Bam. So sieht's aus, Freunde der Sonne. Mr. Perfect. Aber das nervt mich trotzdem. Ich will mit dem Ultimate Warrior spielen. Restarten wir doch mal kurz das Spiel. Machen wir einen kurzen Schnitt. Ne, machen wir nicht. Ist egal. Ich blende einfach nur mich in groß ein, bis wir hier wieder im Spiel sind. Jetzt seht ihr wieder das Spiel. Magie, Leute. Ich sag's euch. Was muss ich tun? Ah, mit B. Und die Mucke. Die Mucke ist auch so geil. Da, 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 da. Wobei die Musik vom Million Dollar Man, die erkenne ich nicht. Die von Mr. Perfect ist ganz klar. Ultimate Warrior auch. So geil. I am a real American. Ja, der gute Hulkster. Macho Man. Aber jetzt. Ja, jetzt. Jetzt aber. Ultimate Warrior. Ein Fall reicht völlig, kein Zeitlimit. Und Mr. Perfect kriegt jetzt aufs Maul. Ja, Ultimate Warrior ist nämlich so krass, der haut nämlich gleich mit beiden Armen abwechselnd zu und gibt dann noch ein Headbutt als Dankeschön hinterher. Bam, bam. Na, komm mal her, Perfect. Body Slam, ich sag's dir, du Lutscher. Na, 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 bist du wohl artig? Dropkick hat gesessen natürlich. Wie war denn nochmal dieser Special Move? War der A und B oder war der Select? Ich weiß es nicht mehr. Oh, er hat auch den Pile Driver. Dann habe ich den nur eben nicht hingekriegt. Ich weiß gar nicht, wie der geht. Dun, 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 dun.
ist so geil. Das Spiel ist so geil. Ah, hier ist der Piledriver. Das war gerade meine Katze. Jetzt schmeißt er mich raus. Was ist denn los, denn? Mein Kater will raus. Ich muss jetzt noch einen Moment warten. Ich muss nämlich erst Mr. Perfect hier in seine Schranken weisen. Dun, 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 dun. Und von allen Gameboy Wrestling Spielen ist Superstars 1 echt immer noch das Beste. Es gab ja auch noch so Automaten WWF Games, die habe ich aber leider noch nie gespielt. Jetzt muss ich mich aber wirklich mal langsam um meine Katze kümmern. Nostalgie für heute zu Ende. Retro Joe out. Bye bye.